Hallo und ja, Leute, herzlich willkommen hier zu einem kleinen Spielchen hier. Call of Duty Modern Warfare 3 nennt sich das natürlich. Und heute mal für euch ein neuer Modi, der hier erschienen ist, nämlich, wie heißt er? Ja, genau, MW3er. Ich nehme jetzt mal so einen Modi, weil die Standardlisten oder das andere, das kennt man eben alles schon. Ja, okay, falsch. Deswegen fangen wir jetzt mal an mit einem schönen MW3er. Haha, werden wir jetzt mal sehen, wie lange das immer geht. Also ich habe es bis jetzt, glaube ich, nur einmal oder so gespielt. Also ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt gehen wird. Bin selber gespannt. Und ja, hier sind schon die ersten Leutchen dabei. Auf Dome und normal Team Deathmatch. Also es ist sozusagen, um das jetzt mal zu erklären. Es ist so. Es ist immer eine Map, die von euch bei Facebook gewählt wurde, falls das jetzt welche von euch gemacht haben. Und zwar handelt es sich dabei ganz einfach darum, ihr habt diese Map oder drei Maps oder so gewählt und auf denen wird dann immer der bestimmte Spielmodi gespielt. Das heißt jetzt Team Deathmatch, Herrschaft oder Suchen und Zerstören. Den Rest hatte ich jetzt noch gar nicht. So Sprengkommando weiß ich jetzt nicht. Hatte ich jetzt noch nicht selber. Und ja, also es ist alles live. Also ich kommentiere das jetzt hier nicht nach oder so. Versuche natürlich Ruhe zu bewahren. Also Ruhe auch normal wirken zu lassen hier. Auf euch. Wenn ich mal ausraste. Es ist live. Von daher, ja. Sehe ich das jetzt im Voraus schon mal nicht so ganz so eng. So. Müssen wir aber natürlich jetzt erstmal hier vorsichtig sein. Weil die sind gerade irgendwie überall, die Schweine. Lauf, lauf, lauf. Ja, hä? Von wo denn bitte? Na gut, das hätte ich mir vielleicht mal angucken sollen, aber. Okay. Mann, immer von hinten und immer der gleiche Typ, ey. Kannst mir ja erzählen, aber. Ey, sag mal, was ist denn das? Der schießt durch die Wände durch. Alter, ja. Ah, Mist, ey, ja. Aber wenigstens dann das Hess bekommen. Hallo, verreckst du mal, Schwuchtel? Ja, ey, aber er erst gestorben ist, es hat auch schon mal eine Weile gedauert. Gucken wir erstmal, ob hier überhaupt alles so flüssig lohnt. Du stirbst und du stirbst auch noch. Was ist denn? Sag doch, du stirbst. Ist hier jetzt einer drin, ne? Ah, da. Haha. Okay, da drin ist keine Sau, so wie es scheint. Die werden aber sicherlich gleich hier rauskommen. Hier raus, hier raus, hier raus. So, Yamaha haben wir auch noch gekriegt. Ja, scheiße. Ich dachte, die kommen von da unten vom Bunker, denn das ist meistens so. Wenn man sich so ein bisschen mit dem Spawn-System nochmal auskennt, hier irgendwie so ein bisschen. Ja, ey, aber weißt du, der liegt dort rum in seiner schwulen Ecke. Naja, 10-7 ist bis jetzt. Naja. Eben, naja, eben. Eben, naja, eben. Heißt. Geht so. Schwulen Ecke dahin, ey, stirb. Ah. Oh, ho, 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 ho. Alter, nicht so heftig, nicht so heftig. Ah, von hinten, echt? Alter, ich hab den jetzt nie mitgekriegt, dass hinter mir noch einer ist. Naja, 12. 12-7, das geht noch so. Gerade so.
Tja, vor uns muss ich mich mal kurz muten, weil ja Father rumgerannt ist. So, wie lange haben wir. Ach, das ist ja noch gar nicht, ey. Das waren ja gerade mal so um die 5 Minuten. So. Schon wieder nur Team Deathmatch. Terminal, Hardhead, Terminal, Hardhead, Terminal, Hardhead. Ich bin verhardhead. Ich hab keinen Bock gerade irgendwie auf Torne. Nee, ja, Hardhead, Hardhead. Nehmt Hardhead. Ja, und zwar ist es jetzt erstmal nur mit mir alleine hier. Klar wird noch einiges kommen hier mit anderen Leuten, die dann hier noch mitspielen werden, mitwirken, sozusagen. Wo dann. Ich habe jetzt schon also den ganzen Typen hier geschrieben, dass sie sich bei mir melden können und alles machen sie auch. Also, es haben sich jetzt schon viele angeboten, aber nicht für heute leider. Ich habe heute nochmal gefragt, aber da hat sich bis jetzt keiner so gemeldet. Ich denke mal danach, nach dem hier, werde ich noch eine Aufnahme machen. Und zwar mit einem guten Kumpel von mir, mit dem Leo Star. 93. Lass mich nicht lügen, glaube ich. Leo Star. Ja, Leo Star 93, genau. Ja, So, oh, jetzt haben sie doch Terminal genommen. Ich will aber kein Terminal. So, natürlich nehme ich wieder die gleiche Waffe, denn ich versuche halt alle, also ich könnte ja Prestige jetzt weiter drücken. Mache ich aber aus dem Grund nicht, weil es sich nicht lohnt, weil neue Spiele jetzt wieder rauskommen, viel zu viele neue Spiele. Und da werde ich da gar keine Zeit dafür haben. Assassin's Creed 3 will ich ja dann auch noch LP'en. Und ja, deswegen wird es dann wohl so sein, dass ich eben hier die ganzen Waffen höchstens noch auf Gold bringe. Ja, was sicherlich auch noch eine Weile dauern wird. Weißt du, und das Blöde ist auch immer, wenn man was aufnimmt, oder eben eher gesagt, wenn man es nicht aufnimmt, ist man immer übelst krank, Alter. Übelst krass, ey. Wenn man da was aufnimmt oder so, das ist. Das mache ich nie, da bin ich da lebensmüde, wenn ich da lang gehe. Sag mal, wo ist er denn jetzt? Ich sehe nicht. Ey, aber wie er sich da in die Ecke reinkriecht, Alter. Was soll denn die Scheiße? Ich mag sowas überhaupt nie. Vor allem so an der Tür. Da hat noch nie einer in meinem Leben, hat dort immer einer gekämpft. Das ist für mich ja ein neues Gebiet. Okay, also das fand ich jetzt uncool. Vor allem den Typen kenne ich, der ist in meiner Freundschaftsliste, aber du bist tot. Tja. Der stört hier meine Aufnahme. Werde ich ihm dann mal schreiben, dass er meine Aufnahme jetzt drin war und das als Feind und nicht als Freund. Nicht als Freund, nur als Feind. Ich weiß immer nicht ganz. Scheiße, jetzt fehlt mein Sohn oder was. Ich kann es auch vergessen, du bist tot. Okay, von wo? Von dort, okay. Ah, wo sie dann immer sind, das fragst du dich dann auch natürlich immer. So, wieder tot. Ich kill ja nur meinen Kumpel, renne! Oh, Alter, okay, er hat mir entweder das Leben gerettet oder ich hätte ihn noch gekillt, aber das will ich jetzt mal im Raum stehen lassen, meine ich da. Mein Gott. Hast keine Chance, bleib weg von hier. Am besten. Für mich denkt er sicherlich, oh mein Gott, was für ein Camper. Oh nein, es ist einfach nur. Geil! Nein! Oh, ich hätte doch irgendwie. Ich hätte ins Flugzeug reinballern sollen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich könnte jetzt da Ewigkeiten bleiben, aber. Aufklärungsdrohne online. Nein. Aufklärungsdrohne online. Okay, gib mir mal deine Waffe, junger Mann. Ja, okay, damit kann ich jetzt auch schon einiges anfangen mit der Waffe. Ich dachte, hier kommt jetzt vielleicht mal einer, dass ich den so ein bisschen Ohren treppen kann.
Das war jetzt, glaube ich, mehr Glück als Verstand, um es jetzt mal so auszudrücken. Okay, die Waffe ist ja mal mehr als geil. Die sollte ich vielleicht öfters mal nehmen. Sollte ich vielleicht wirklich jetzt viel öfters mal nehmen. Oder so. Ja, macht mal, dass der Luftraum jetzt langsam mal hier frei wird. Jetzt habe ich schon Payflow. Okay. Ja. Wisst ihr, ich will meinen Payflow raushauen, Alter. Weißt du, ich will ja meinen Payflow raushauen, ja, und dann ist das Ding im Weg. So, jetzt kommt mein Payflow und danach kommt gleich mein Harrier. Oder? Scheiße. Fick dich, Alter. Oh nein, Alter. Nein, nein, ich hätte den letzten Kill haben können. Nein. 15-3, das geht eigentlich so relativ. Ich meine, ich hätte vielleicht diese andere Waffe mal, diese MK-Dingsabumster nehmen sollen. War ich jetzt eigentlich eine Zeit lang relativ ruhig? Ich glaube ja, weil ich mich eigentlich dann relativ oder am Eingang konzentrierter wurde. Ich habe relativ leise gesprochen. Ja, tut mir leid, aber kommt halt auch mal vor. Es ist halt, wenn du das wirklich live machst, reicht das jetzt schon fürs Erste? Ich glaube ja. So, da gehe ich erstmal wieder raus. Ich denke mal, das wird reichen für die Aufnahme, denke ich mal hier. Und ja, dann würde ich ganz einfach mal sagen, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ja, immer schön fleißig meine Videos anschauen, auch von uns anderen, das heißt uns anderen, also hier von Alex, also hier Happy Shadow 02 und dem Graskopf und alles, immer schön unsere Videos gucken und uns schön weiterhin verfolgen, denn es wird wirklich noch einiges kommen und ihr habt auf jeden Fall genug Auswahl mit diesen drei Kanälen. Denke ich mal, was Spiele, Musik und was weiß ich nicht alles betrifft. Habt ihr wirklich genug Auswahl? Wir sind sozusagen eine kleine Corporation und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns wirklich unterstützen könntet. Vielleicht Graskopf hat jetzt, denke ich mal, genug Unterstützung. Nee, den könnt ihr auch weiterhin super noch unterstützen. Aber auch besonders mich und den Alex noch mit. Also den Happy Shadow 02. Ja, und dann würde ich jetzt erstmal sagen, macht's gut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.